Herzlich willkommen zu Treffpunkt Gesundheit. Heute wieder mit unserem Kräuter einmal eins und einer Pflanze, die als echter Glücklichmacher bekannt ist. Außerdem schauen wir nach Oberstaufen auf die in ganz Deutschland bekannte Schrotkur. Zuerst aber mal zur Sonne. Seit Pfingsten ist ja Sommer in Deutschland. Mit der plötzlichen Hitzewelle waren die Freibäder voll, die Ufer der Seen und Weiher belegt mit Sonnenanbetern und Badegästen. So ganz ohne ist die starke Sonne aber nicht. Der richtige Sonnenschutz, vor allem bei Kindern, natürlich Pflicht. Was ist da zu beachten, damit die Haut schön braun und nicht schmerzlich rot wird? Wir haben einen Experten um Rat gefragt. Wer in die Sonne geht, sollte sich eincremen. Diese Regel kennt jeder. Aber was gibt es dabei zu beachten und was bedeutet ein Lichtschutzfaktor von 30 oder 50 eigentlich? Um diese Fragen zu klären, haben wir uns mit dem Hautarzt Professor Thorsten Schäfer aus Immenstadt unterhalten. Grüß Gott, Herr Professor Schäfer. Grüß Gott. Wir haben gerade die erste Hitzewelle über Pfingsten erlebt. Wie gefährlich kann denn die Sonne für unsere Haut sein? Zunächst einmal muss man sagen, dass die Sonne natürlich viele positive Effekte hat. Nach einem langen Winter freut man sich auf die wärmende Sonne, das helle Licht und die schönen Farben, die entstehen und auch wieder rausgehen zu können. Aber mit dem Sonnenlicht kommt natürlich auch die UV-Strahlung auf die Erde und die ist, das weiß man, krebserregend. Und der Hautkrebs ist die Krebsart in Deutschland, die am stärksten zugenommen hat von allen Krebsarten. Sie hat sich verdreifacht in den letzten 20 Jahren. Gegen diese Strahlung lässt sich ja aber auch was tun. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer Sonnencreme, einer Lotion oder einem Spray? Das sind Unterschiede in der sogenannten Galenik, das heißt, in welcher Grundlage der Lichtschutz verarbeitet ist. Aber der Lichtschutz beginnt natürlich nicht mit der Sonnencreme, sondern er beginnt mit dem vorsichtigen Umgang mit dem Sonnenlicht. Und das heißt, an einem schönen Junitag wie heute im Allgäu haben wir einen sehr hohen UV-Index, also eine sehr hohe UV-Belastung von 8 von 10 Punkten. Das ist schon sehr hoch. Und da ist die erste Empfehlung, gar nicht in die Mittagssonne direkt zu gehen. Also Sonne zu meiden, über die Mittagszeit zwischen 11 und 4 etwa im Schatten zu bleiben, wäre schon mal die erste Maßnahme, die natürlich auch für die Urlaubsregionen gilt. Die zweite Maßnahme ist dann der sogenannte textile Lichtschutz. Das heißt, möglichst viel der Haut durch Kleidung abzudecken, durch die kein Licht hindurchdringen kann, also möglichst dichtes Gewebe, dann hat man schon mal viel getan. Und dann als drittes kommt der Lichtschutz durch Sonnencreme, Gel oder Spray mit einem ausreichend hohen Lichtschutzfaktor. Und da müssen wir in unseren Regionen einen Lichtschutzfaktor von 30 bis 50 und an Tagen wie heute eher 50 verwenden. Der ist eingearbeitet in Lichtschutzmittel, sei es eine Creme, ein Gel, ein Spray. Das sind unterschiedliche Anwendungen, die eventuell für Kinder mehr geeignet sind, vielleicht auch vom Hauttyp natürlich abhängen. Jemand, der eher zu einer Mischhaut hat, zu fettiger Haut neigt, der wird eher ein Spray bevorzugen, also ein Mittel, wo der Lichtschutz in eine alkoholische Grundlage eingearbeitet ist, weil es nicht so sehr schmiert. Das erleichtert dann die Anwendung. Wichtig ist aber, einen ausreichend hohen Lichtschutzfaktor zu wählen, von dem genannten Bereich 30 bis 50, und ihn auch wirklich konsequent anzuwenden. Oft wird zu wenig angewendet. Wir müssen uns vorstellen, wollen wir die Körperoberfläche eines Erwachsenen abdecken, dann ist eine Menge von 6 Teelöffeln notwendig. Und das ist schon eine ganze Menge. Hier wird manchmal zu wenig aufgetragen. Und sollte der Lichtschutz verloren gegangen sein durch Abrieb oder durch Baden gehen, dann sollte er natürlich auch erneut aufgetragen werden, was aber nicht die Zeit verlängert, die man dann in der Sonne verbleiben kann. Das ist manchmal auch eine falsche Annahme. Sie sprechen von der Zeit, die man durch einen Lichtschutzfaktor gewinnt. Wie ist das denn, wenn ich mit meinem Hauttyp jetzt, sagen wir, 20 Minuten in die Sonne könnte, wie viel gewinne ich denn durch eine gute Creme? Der Lichtschutzfaktor bezieht sich auf die Schutzwirkung gegenüber dem UVB, dem ultravioletten Licht B, was in erster Linie für die Krebsentstehung verantwortlich ist. Und er verlängert im Grunde genommen als Multiplikator die Zeit, die Sie in der Sonne verbringen können, bis es zu einer ersten Rötung kommt, verglichen mit der Zeit ohne Lichtschutzfaktor. Wenn Sie also einen hellen Hauttyp haben, so wie Sie es angesprochen haben, 20 Minuten ist schon relativ lang, da müssen Sie gut vorgebräunt sein und die Lichtbelastung ist nicht sehr hoch, aber Sie tragen dann einen Lichtschutzfaktor 10 auf, dann hatten Sie eben 200 Minuten
also gut 3 Stunden. Und dann wäre diese Rötungsschwelle, Erythemschwelle nennt sich das, auch erreicht. Dann müssten Sie aus der Sonne raus. Dann nochmal aufzutragen, verlängert nicht die Zeit, die Sie in der Sonne verbringen können. Und deswegen, weil 20 Minuten relativ hochgegriffen ist, an einem Tag wie diesem und einem hellen Hauttyp haben Sie meist nach 5 Minuten schon eine Rötung. Und dann sehen Sie, dass Sie einen entsprechend hohen Lichtschutzfaktor brauchen, um einige Zeit draußen mit ausreichendem Schutz verbringen zu können. Haben Sie für die nächste Hitzewelle noch einen Geheimtipp zur Hautpflege? Die Hautpflege beginnt natürlich mit dem Lichtschutzfaktor. Das ist das Allerwichtigste, denn UV-Licht macht nicht nur unter Umständen Hautkrebs, es führt dosisabhängig bei jedem zu sogenannten gutartigen Hautalterungszeichen. Das sind die Flecken, das sind die Faltenbildung, das ist die Hautverdickung. All dem können wir auch durch Lichtschutz vorbeugen. Sollte die Haut gereizt sein, dann empfehlen sich natürlich rückfettende Cremes, im Sommer vielleicht nicht so fett wie im Winter. Es gibt Zusätze wie Aloe Vera und ähnliches mehr, was einen Kühleffekt hat und eine lindernde Wirkung, sollte es doch mal zu Reizungen der Haut gekommen sein. Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Seit über 60 Jahren kommen Gäste nach Oberstaufen, um sich dort bei der sogenannten Schrotkur zu erholen. Das Herzstück dieser Kur ist eine Diät ohne Eiweiß, Salz und Fett. Dadurch soll der Stoffwechsel entlastet und die Selbstheilung gefördert werden. Außerdem bekommen die Kurgäste spezielle Wickel und das in den ganz frühen Morgenstunden. Dafür müssen die sogenannten Kurpacker schon zwischen 3 und 4 Uhr in der Früh mit ihrer Arbeit beginnen. Wenn Lore Perschel ihre Arbeit im Hotel Allgäu Sonne aufnimmt, schlafen die Kurgäste noch, denn es ist früh, sehr früh. Doch für die Kurpackerin ist das kein Problem. Die gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitet nun seit rund 24 Jahren mit den Schrotlern. Und je nach Gästezahl bedeutet das einen Arbeitsbeginn zwischen 3:30 und 3:30. Denn in den frühen Morgenstunden sollen die Schrotschen Wickel am besten wirken. Weil unser Körper natürlich ab 24 Uhr von Haus aus in der Entschlackungsphase ist. Man vermutet eine Leberentschlack zwischen 3 und 6. Die Leber ist mit der Haut und den Nieren unser Hauptentgiftungsorgan. Die kommt uns natürlich sehr entgegen. Für Lore Perschel beginnt der Arbeitstag mit dem Vorbereiten des Frühstücks. Das besteht aus einem Glas Kräutertee und einem Stück Schrotzwieback. Damit geht sie dann zu den Gästen. Auch Gerhard Meyer wird von der Kurpackerin geweckt. Er kommt schon seit 15 Jahren zu Frau Perschel, so wie viele ihrer Gäste. Trotz der Uhrzeit herrscht eine vertraute und gelöste Atmosphäre. Und diesen Kontakt schätzt die Kurpackerin an ihrer Arbeit. Jedes Zimmer ist anders. Es ist jeden Morgen eigentlich ein Spaß. Und ich muss sagen, es kränkt mich keinen Morgen zum Aufstehen. Weil ich so viele Stammgäste habe, weil ich so viele bekannte Gesichter, die auch natürlich auch ihre privaten Erlebnisse von zu Hause erzählen. Und was natürlich auch sehr wichtig ist für eine Kurpackerin, dass man nicht von einem Zimmer in das andere trägt. Wir sind eine Vertrauensperson. Und alles, was mir der Gast erzählt, das bleibt bei mir. Das ist also etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und das wissen die Gäste auch. Während der Gast sein Frühstück einnimmt, bereitet Frau Perschel Laken und Wärmflaschen für die Kurpackung vor. All diese Handgriffe hat sie in ihrer Ausbildung gelernt. Dazu kommen zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Denn nur wer regelmäßig an solchen Kursen teilnimmt, darf als Schrotkurpacker arbeiten. Sobald alles vorbereitet ist, geht es zurück zum Gast. Mit geübten Händen packt Lore Perschel ihn in die Wickel ein. Das unterste Laken ist kalt und nass. Das soll den Stoffwechsel anregen. Durch die Wärmflaschen erhöht sich dann die Körpertemperatur. Ein leichtes Schwitzen setzt ein. Der Gast muss dabei volles Vertrauen zur Kurpackerin haben. Denn einmal eingepackt, kann er sich so schnell nicht aus den Wickeln befreien. Deshalb bekommen alle Gäste einen Notfallknopf zur Hand. Gerhard Meyer bleibt nun 2 Stunden in seiner Packung und fühlt sich dabei sichtlich wohl. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier durch bin, dann mein Körper summt. Summt vor Freude. So ein kleines Summ wie ein Motor, der so ganz ruhig beim Auto so vor sich hin brummelt. So fühlt sich mein Körper an. Für eine gewisse Zeit später dann noch. Und wenn man danach lebt, dann hat man eine gute Wirkung. So 3-4 Monate schaffe ich das dann schon, mich da anzuhalten. Aber dann kommt natürlich auch immer die Gefahren des tagtäglichen Lebens, die Versuchung des Essens und Trinkens dazu. Und dann ist es wieder Zeit, mal wieder hierher zu kommen.
Einmal Schrotkur, immer Schrotkur, bestätigt auch die Kurpackerin. Also man könnte sagen, Schrotkur macht glücklich. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie mal irgendwo in Oberstaufen in ein Lokal gehen und Sie sehen einen Tisch, wo es ganz fröhlich zugeht, wo viel gelacht wird, ist das hundertprozentig ein Tisch mit lauter Schrotlern. Die sind richtig, richtig fröhlich und man hat so das Gefühl, es ist eine richtige Gemeinschaft. Und natürlich freue ich mich dann, wenn sie dann auch das nächste Jahr wiederkommen. Und ich habe natürlich auch viele, viele kleine Briefchen, wo sie mir schreiben, wie gut es ihnen geht und wie gut es ihnen gegangen ist während der Kur. Genau diese Dinge sind es, die Lore Perschel an ihrem Beruf so schätzt. Arbeitszeiten hin oder her. Und wenn gegen 7 Uhr langsam Leben in das Hotel kommt, kann sich die Kurpackerin auf den Heimweg machen und dort erstmal eine Runde schlafen. Apropos Schlafen, wer damit Probleme hat, könnte vielleicht Abhilfe schaffen mit dem Johanniskraut. Die gelben Blüten sind jetzt zur Sommersonnenwende erntereif und gelten vor allem als Stimmungsaufheller. Mehr dazu jetzt in unserem Kräuter einmal eins. Jetzt haben wir das Johanniskraut. Gerti, ist das Öl schon fertig? Ja, das ist schon fertig. Sieht man eigentlich total gut an dieser, schau mal, wenn du ins Licht schaust, diese knallrote Farbe, so richtig leuchtend orange-rot. Ja, das müsste jetzt halt auch abgossen werden, weil lang sollte das dann nicht da drin bleiben. Ja, das wird sonst schleimig. Genau, so ist es. Dann das Öl ganz schnell. Ja. Und dunkel lagern, gell? Dunkel lagern. Ja. Und das Johanniskrautöl, das ist ja genial. Ein ganz altes Heilmittel in der traditionellen Volksheilkunde. Man hat immer schon, wenn man Verbrennung erkennt hat, wenn man Sonnenbrand erkennt hat, hat man immer Johanniskrautöl als allererstes auf diese Wunde drauf getan. Oder auf die entzündete Hautstelle, die einfach dort hitzig geworden sind. Und das innerhalb von ein paar Stunden war das die Rötung weg. Und der Schmerz lässt auch gleich nach, gell? Genau. Also das kann richtig man ganz schön schnell nachvollziehen, ja, dass das stimmt. Ja. Ja. Und ich mache auch noch eine Tinktur draus. Also im Sommer wirklich zu Johanni, um Johanni rum, also 21.06. Da gehe ich her und tue die Blütenknospen ernten und tue sie in den Alkohol rein und mache eine Tinktur. Und wenn es mir im Winter jetzt so ganz gut geht und ein bisschen schlecht drauf bin, dann nehme ich einfach Johanniskraut-Tinktur. Und das war von früher her immer schon so, dass man einfach das auch in der Teemischung rein hat im Winter, weil im Winter hat ihm das Licht gefehlt. Genau. Und das sammelt einfach das Johanniskraut im Sommer. Man merkt es auch, gell, wenn man erntet, wenn man jetzt mal so einen größeren Korb voll erntet, wie das glücklich macht. Ja. Und das können wir ja im Winter gerade brauchen. Genau. Mhm. Und wenn man die Blättler auch genau anschaut, das ist total strahlend. Wie so kleine Sonnen schauen die Blättler aus. Ja. Finde ich gigantisch. Ja. Ich streue sie auch ganz gerne mal über einen Salat drüber, weil der Salat soll ja auch leuchten, oder? Das finde ich total schöne Idee. Mhm. Und außerdem, beim Essen ist eigentlich der erste Schritt zum Gesundbleiben, finde ich. Man muss ja nicht immer erst anfangen, wenn man schon krank ist, gell? Sondern so ist es, genau. Eigentlich ist es wichtig, dass man gesund bleibt. Genau. Und das hilft zu Johanniskraut ganz gut, weil es einfach die Abwehrkräfte auch stärkt, so die seelischen Abwehrkräfte. Ich finde, das ist einfach gut für die Nerven. Genau, so ein richtiger Schutz. Mhm. So viel von Treffpunkt Gesundheit. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.